Hallo zusammen. Wir wollen uns nun anschauen, wie wir Wurzel aus 65 grafisch darstellen können. Das geht folgendermaßen. Wir schauen uns die Zahl unter der Wurzel an, also 65. Es ist der sogenannte Radikant. Und wir versuchen, 65 darzustellen, entweder als Summe oder als Differenz von zwei Quadratzahlen. Das ist relativ leicht, weil wir kennen die Quadratzahl 64. Eine Quadratzahl ist eine Zahl, aus der du ganz leicht die Wurzel ziehen kannst. Du weißt, die Wurzel aus 64 ist 8. Eine Quadratzahl ist zum Beispiel auch 25, die Wurzel aus 25 ist 5 oder auch die Wurzel aus 49, das ergibt 7, 7 mal 7 ist 49, 5 mal 5 ist 25, 8 mal 8 ist 64 und so weiter und so fort. Das sind Quadratzahlen. Wir können 65 als Quadratzahl 64 plus 1 darstellen. 1 ist selbstverständlich auch eine Quadratzahl, weil ja die Wurzel aus 1 auch wieder 1 ergibt. Okay? Wir schreiben um. 65 ist gleich 8 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat. Und wir erkennen hier die Parallele zum pythagoreischen Lehrsatz. C Quadrat ist gleich A Quadrat plus B Quadrat, den kennen wir. Und wir wissen auch, wenn wir die Wurzel ziehen, können wir die Länge der Hypotenuse C ausrechnen. C ist gleich die Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat. Na, wenn wir hier die Wurzel ziehen können, dann können wir auch hier die Wurzel ganz leicht ziehen. Und wir erhalten hier Wurzel aus 65. Wollten wir auch haben. Ist weiter gleich Wurzel aus 8 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat. Kathete 8, Kathete 1. Hypotenusenlänge 65. Also können wir ein rechtwinkeliges Dreieck hier konstruieren. Ganz leicht auf der Zahlengerade. Ich zeige euch das, wie das geht. Ich wähle hier jetzt nur mehr als Einheit einen Zentimeter. Das reicht hier jetzt, glaube ich, dann schon aus. Das heißt, wir machen uns einmal eine Zahlengerade. Sie geht unendlich nach links und unendlich nach rechts. Wir beschriften 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Mehr werden wir, glaube ich, nicht brauchen. 8 Einheiten. Die eine Kathete und eine Einheit, die zweite Kathete, hier. Im rechten Winkel. Kathete 8 zum Quadrat ist 64. Plus Kathete 1 zum Quadrat ist 1. 1 und 64 ist 65. Und die Wurzel daraus gezogen ergibt die Länge der Hypotenuse. Die Wurzel aus 65 wollten wir ja auch haben. Somit haben wir hier die Wurzel aus 65 konstruiert. Wir wollen diesen Wert selbstverständlich
auf die Zahlen gerade übertragen. Wir stechen mit dem Zirkel bei 0 ein, spannen bis hierher. Damit haben wir Wurzel 65 im Zirkel und können uns diesen Wert hier jetzt schön nach unten übertragen auf die Zahlen gerade. Und hier liegt somit exakt der Wert Wurzel aus 65, sehr knapp neben dem Wert 8. Wir können auch mit dem Taschenrechner überprüfen, ob das auch stimmt, indem wir Wurzel aus 65 ausrechnen. Wie du siehst, ergibt sich 8,062. Wir runden auf 2 Kommastellen. 8,06. Somit siehst du, Wurzel aus 65 liegt ganz knapp neben 8. Sehen wir auch hier auf unserer Zeichnung wunderbar. Wir haben 65 als Summe von zwei Quadratzahlen dargestellt und dann eine Parallele zum pythagoreischen Lehrsatz gefunden und konnten somit das rechtwinkelige Dreieck konstruieren, um die Hypotenusenlänge Wurzel aus 65 grafisch darstellen zu können. Alles klar?